Oh, ihr großen Brodin, was geht? Die Jenny ist tot! Jenny ist tot! Und der Pat ist da und auch der Dirk ist da. Ja, hallo! Guten Morgen. Prost. Emoti. Lass die mich hier einfach alleine mit Jenny spielen. Na, ja, wir sind gestorben. Gab es nicht so ein Lied? Jenny die geile Sau oder irgendwie so? Weiß ich nicht. Frag doch mal Jenny. Schwünkeln, da war so ein übertrieben. Hast du dich verlaufen, Soldatenmädchen? Ich geh mal weg. Da oben ist eine Badass-Mafia. Ja, das hat sie. Glaub mir. Gehen wir erstmal wieder zum Dirk. Du brauchst kein schlechtes Gewissen zu haben, die anderen Teilnehmer zu töten. Jeder, der darum kämpft, mit diesem Mann zu schlafen, ist eine Schande für die Gesellschaft. Das ist richtig. Gibt hier irgendwo einen Laden zum Verkaufen? Vorne am Eingang. Sind bescheuert. Zu weit weg. Alter, du musst zu dir das überlegen, warte, dich mitnimmst, Junge. Junge, was ist da los? Wirklich so. Zweimal überlegen. Ja, oder tausendmal zurückgehen. Einmal mache ich es meistens. Weil... Oh. Guck mal, da oben sind Fans, die man abschießen kann. Ich will ein paar echte Kinder. Die da oben auf dem Dach, die kannst du abschießen. Ja. Die Zuschauer sozusagen. Ja! Oh, was ist denn hier los? Oh, die mit den Türen, die kann ich gar nicht leiden, Alter. Ja. Sind jetzt noch ganz okay? Später sind die richtig nervig. Nein! In einer Minute bring ich dich um! Einer Minute bring ich dich um! Und damit komm ich zu dir! Kann man machen! Kann an wem seine Hand keinen Schaden machen? Natürlich! Nee! Die gehört zum Schild, Junge! Nimm die Medizin! Soldat, steh auf! Das hier ist Krieg! Ich will sehen, was in dir steckt! Mach! Zack! Guck dir doch an, wenn du willst! Geh jetzt hier auf den Keks! Ein neues Opfer! Du willst es wissen, was? Ein Streitschlag. Für ein Treffen mit mir. Ich liebe es. Teil. Er hat ja, einen ja, Schuss zu kompensieren. Und ich weiß ganz genau, was das ja ist. Sag's dir. Wann kommt denn Borderlands 4? Was ist denn? Alter, wie die abhauen hier. Es ist unser Moment. Gestorben bei der Sache, die ich geliebt habe. Wir wollen halt nicht, dass du an sie rangehst. Serviert mich Schrott mit einem guten Jahr. Schrott zu Schrott. Abfall zu Abfall. Der Pet geht gerade hin. Da will ich nicht. Was? Will er mir hinterher rennen? Sofort zurück und weiterkämpfen. Hat der Pet nämlich Dave? Kaum zu glauben. Ach doch, aber Lectra war mal ein schöner Ort, bevor die Kultisten alles an sich gerissen haben.
Jetzt sind überall diese Banditen-Streamer-Arschlöcher wie dieser Killer Vault. Ein Battle Royale vor der Haustür? Unfassbar. Aber Lorelei sagt, in jedem steckt ein Kämpfer. Ich will nur meine Stadt zurück. Inzwischen kann ich ganz gut mit dem Gewehr umgehen. Killer Vault ist ein Schwachstromwichser, wenn du mich fragst. Ohne diesen Elektroschild traut er sich nirgends hin. Machtet. Dann braucht man noch Money High. Ach, naja, geht. Der brauchst du nicht mehr. Ich hab einen Stand erreicht, wo ich nicht weiß, wohin mit dem hier. Ja, das hier hört so. Ja, dann hast du halt alle hier gekauft, wa? Unterstützt Läden in der Region. Verkauft bei Markus. Öffne Beutekisten. Du weißt, wo du mich findest. Oh, du weißt, wo du mich findest. Bist du wieder am Quatschen mit dem Markus? Weil der Automat wird nicht parkt. Verrückt. Keine Rückerstattung. Sterben ist was für Idioten und Psychos. Dr. Zed peppelt jeden auf. Komm mal wieder, wenn du noch lebst. On my way. Oh, wir müssen ja da, Wir müssen überall noch hin. Die Map ist noch groß. Du bist wie Benzin ins Feuer, Baby. Auf dir steht ganz dick Brandstifter drauf. Probier nicht mit Spaß. Gehört, ja. Auf dir steht ganz dick fett Brandstifter drauf. Ich will es. Tut mir leid. Oh, ich erlösche. Hey, hey! Sehr schön! Ja. Moxys Crew leistet gute Arbeit da draußen. Oh, jetzt müssen wir erstmal wieder zusammenfinden hier. Die wollen immer noch nicht spawnen, Alter. Ich weiß nicht warum. Triggern wir die erst, wenn wir alle Quests nehmen? Das kann sein, ja. Wieso kann man eigentlich nicht zu Freunden porten? Also wäre, glaube ich, dann viel zu leicht. Naja, wahrscheinlich. Ich bin ja schon cool genug, dass er mittlerweile noch bleiben muss. Ja. Stirb, Kamadin! Der denn Gleichberechtigung, ja. Dieser Planet war sowieso scheiße. Den Ravi-Bubbel aus. Ja, geil. Da wird mal richtig hier rubbelbubbelt. Ich habe letztens einen Kollegen gesehen, der hatte Borderlands Precipio gespielt. Und ich bin ja mittlerweile echt froh, dass das so ist, wie es jetzt ist, ne? Echt? Ich überlege, ja, Precipio musstest du beispielsweise die Sachen noch alle einzeln aufheben, was Geld anging. Ja, das ist richtig. Mittlerweile ist ja Autoloot dann. Ja, das ist richtig. Ja. Das wäre, glaube ich, wenn sie den Team nicht eingebaut hätten, ein sehr großes Problem. Aber irgendwann hebst du ja auch die Sachen nicht mehr auf. Das ist richtig. Außerdem, die anderen Games sind auf jeden Fall auch wert zu spielen. Auf jeden Fall. Also,
bin so ja der Meinung, man sollte theoretisch den ersten, zweiten und auch den dritten Teil, also aka Prequel, gespielt haben, bevor man den dritten spielt eigentlich. Das wäre ja ein Zuter. Um storytechnisch eigentlich so up to date zu sein, weil ansonsten versteht man den dritten Teil nur so. Ja, man kann den auch so spielen, aber storytechnisch ja. Dabei zu sein ist immer besser. Ja, weil man stellt dann halt einfach so Sachen fest. Oh geil, ditte, oh guck mal hier war ich da und oh geil, wisst ihr noch, als ditte ditte gewesen ist, jetzt ist so und so. Und da kennst du Charaktere wieder. Ja. Weil sie halt Sachen eingebaut haben, wo du halt. Ja, weiß ich nicht. Also. Wie nennt man das? Backtracking. Ja. Hier. Ist übrigens Day of the Tentacle. Ja, danke! Ich wollte ja. Schon sagen, das ist eigentlich eine Pizza, aber wenn du das umdrehst und dann nur eine Reihe siehst, ist es Day of the Tentacle. Ist es Tentacle? Ich musste so feiern, als ich das gesehen habe. Das habe ich im Stream, glaube ich, 2-3 Mal erwähnt gehabt, dass es Day of the Tentacle ist. Ja, oh Mann. Voll gut. Richtig geil. Kannte natürlich kaum jemand, als ich das erwähnt hatte. Dachte gut. Was? Super Adventure. Ja. Ein Point-and-Click-Adventure. Mega geil. Persönlich ach, selbst ja. Nie gespielt, nee. Aber ich hab's mir angeguckt. Mit ein paar Adventures, da bin ich so vom Weg, ich würde das jetzt nicht mehr selber spielen wollen. Wer kann, den gucke ich auch gerne zu. Verstehe. Ich meine, manchmal ja. Ist. In dem Spiele, bin ich ganz ehrlich, die will ich nicht spielen. Die lassen sich aber gut zugucken. Verstehe. Da gucke ich einfach nur gerne zu und. Bin dann einfach dabei, nebenbei am Kicken und mach halt selber irgendeinen Shit. Ich muss mal hier hinten nach rechts gehen, bevor wir dann da liegen. Ja, ich bin schon auf dem Weg zu dir. Du Schläger! Ja, Mann! Das Einzige, wo ich immer noch so ein bisschen schade finde, ist, dass man das nicht realisieren kann, dass man die Spiele, oder wenn man ein Spiel beispielsweise so viel zu vorlädt, dass man die In-Game-Music zu 100% immer drin lassen kann. Ja, das stimmt. Ich meine mal, die nehmen ja nun schon wirklich Sachen, die ich von den übelsten, das ist jetzt so von GTA, weißt du, wo dann wirklich mal richtiger Titel drin ist, aber. Ja, außer vielleicht die Credits, aber sonst. Sonst hast du doch sonst nie richtige Musik drin. Ne? Von den übelsten. Aber bin der das mein, wird trotzdem ich bin der Meinung, wenn ein Titel länger älter ist als 3 Jahre, dann macht derjenige doch eh keinen Gewinn mehr damit. Tja. Oder sehe ich das falsch? Ich kenne mich da nicht so gut aus, aber. Aber das könnte man ja. Du schon recht haben. Also, so sehe ich das. Ich meine mal, die Gewinnspanne von den Titeln, die erklommen werden, ist doch am Anfang nur. Dann ist doch wie beim Spiel, wenn du jetzt, sag mal, siehst, Borderlands erzielt Gewinne mit dem Verkauf in den ersten. In dem ersten Jahr, sagen wir mal, ja? Im zweiten Jahr sind es dann noch so, ja. Und im letzten sind das dann, im dritten Jahr sind das dann so Sachen so, ja, schön, dass das kommt. Aber was ist, das, was danach passiert, ist doch nicht mehr, theoretisch, oh. Theoretisch? So sehe ich das zumindest. Ich meine, aber wenn ich das falsch sehe, sollte man das wieder korrigieren, ja? Oder vielleicht feierst du irgendwas zu betrachten. Dann einfach mal schreiben, ne? Aber theoretisch bin ich der Meinung, ist. Die ersten 3 Jahre und dann ist Feierabend. Das ist bei dem Musikgeschäft doch nicht anders. Ich meine, man hört es, dann kommt ein Remix, dann kommt nochmal ein Remix, dann wieder ein Remix, dann Feature-Remix, hier nochmal ein Remix und das Original, was am Ende dann ja eh schon nicht mehr gehört wird. Und selbst ein Remix hat ja dann eine andere Wertung schon. Das ist richtig. Was ich aber kurios finde und
weiß nicht, da kann Pat vielleicht noch was mir dazu erzählen. Ihr könntet das höchstwahrscheinlich wissen. Ja, ich denke, du könntest das wissen. Beispielsweise Bezug auf digitale Medien. Ja. Beispielsweise, du hast ein Bild, du bearbeitest dieses Bild in Form bearbeiten, also am Ende sieht es anders aus, aber sagen wir mal, von deinem 100% Bild sind 5 bis in etwa 10% von dem anderen Bild vorhanden. Ja. Ja. Theoretisch kann derjenige dich anklagen und deinen eigenen... Das ist richtig. Das ist richtig krass. Ja. Pass auf, jetzt kommt der Witz an der Geschichte. Was nicht funktioniert, in der Musikbranche funktioniert das nicht. Konzentrier dich einfach auf die Mission. Nee, das stimmt. Da kannst du remixen, wie du willst. Ja, das verstehe ich nicht. Ich verstehe das doch, ne? Ganz ehrlich, wenn ich das nachzeichne, nachempfinde, selbst dann kann man theoretisch sagen von wegen, jo, das ist meins, das ist mein Gedankengut. Ganz ehrlich, irgendwann ist in der Kunst auch der Draht nicht mehr neu zu erfinden. Dann wird jemand was zeichnen, was jemand schon gezeichnet hat und das gefühlt irgendwann schon nachempfunden wurde irgendwo. Und dann kann derjenige dich nachfristig sagen, nee, das ist meine Idee. Wo ich mir denke dann so von wegen, brauche ich dann echt die Lizenz dafür? Für etwas, was ich nicht weiß? Das ist doch total dumm. Party, im Grunde dürfen wir nicht mal schreiben, weil wer hat den geraden Strich erfunden? Wer hat's erfunden? Die Schweizer. Ja, natürlich. Wer sonst? Ja, aber es ist halt... Ist doch aber lächerlich, ernsthaft, ne? Also, das mal, was ich damit meine. Ja. Schon wieder ein epischer Dings für euch. Eine epische Charaktermodifizierung. Ja, ich bin hier unten. Oh ja. Na gut. Will ich ungern erwähnen, aber ich erwähne es ja, weil es Medien in dem Fall uns alle betrifft. Und in dem Fall ich finde es sehr witzig, ich weiß nicht, ob wir letztens darüber mal gequatscht hatten. Über Artikel 13. Darüber dann, redet doch keiner mehr, scheinbar. Nee, doch, das ist ein ganz großes Thema. Ja, klar, ich weiß, ja. Das Ding mit Frankreich mitgekriegt? Ja. Fand ich geil. Ich bin gespannt. Wir haben jetzt die Verlege von Zeitungen, hast du gesehen, 80% weniger Klicks auf ihren Webseiten, weil Google das nicht mehr anzeigen will. Ja. Oder kann, darf. Und jetzt kommt der Witz an die Geschichte. Das sind genau die Leute, die das beantragt haben, die das wollten, den Artikel 13. Jetzt sind die Leute, die das haben wollten, am Arsch. Ja, ich hab noch, bevor es kam, habe ich noch gesagt, von wegen die Leute, die das haben wollen, wollen es am Ende nämlich nicht mehr haben. Ja, weil sie sich alle nicht informiert haben. Genau, weil das nämlich Ding nicht für den kleinen Konzern, der kleine Konzern geht da durch die Runde, was ja die meisten Verlege sind. Ja. Ja? Also die sind ja, auch wenn es groß nach großen Konzernen ausschaut, sind es aber, die sind halt auf Klicks angewiesen. Krass. Und genau das fand ich geil, als ich das gehört habe, dachte ich so, ja, ist schon ziemlich dumm. Ja. Ja, Menschen halt. Ich bin gespannt, also ich bin glaube ich der Meinung, das wird nochmal entweder neu aufgerollt oder man fängt doch nochmal an zu kurbeln und zu drehen und zu probieren, das nochmal zu verändern. Weil ganz ehrlich, so wie es geschrieben ist, ist es nur für einen Großkonzern. Ja. Meine Meinung. Aber das Problem ist ja, dass sich dann die Großkonzerne freuen und das gerne haben wollen. Also, zumindest ist der aktuelle Stand so, dass die Großkonzerne sich das leisten können. Ja. Und damit nur noch größer werden, aber... Ja, die freuen sich, ja. Weil die nämlich nicht nur Inland sind, Ausland, sondern die sind in jeglicher Form drinne, können das drehen und wenn wir sie das brauchen, werden dann damit trotzdem bei Google angezeigt. Ja. Wie auch immer die dir dreht kriegen. Ist mir noch ein Rätsel, aber bei denen haut das hin. Scheiße, brauchst du einfach nur deinen
sitzt woanders. Ja, ne? Es gibt auch eine andere Methode zwischen Daumen und Zeigefinger. Ne? Das ist richtig. Die meisten Spuren dann auch von eins alleine. So, lass uns mal da. Ich doch hier in die Mitte durch, ne? Ja. Ich guck mal auf die Map. Nein, ich hab's nicht. Das ist mein Moment! Ja, aber es ist halt so ein echt schon heikles Thema, muss ich sagen. Ich bin gespannt, was da jetzt noch kommt. Weil eigentlich 2021 ist es, glaube ich, oder war der 2020 schon? 2021. 2021 ist ja komplett im Kraftwerk auch bei uns. Da bin ich gespannt. Kollege ist ja jetzt, was ich mitgekriegt habe, mega erstaunt. Ich meine, aber ich freue mich für ihn, wenn er den kriegt. Der geht jetzt nach der Schweiz. Ich weiß zwar noch hab ich nicht gehört, was für ein Grund. Ob er das einfach finanziell machen will oder ob es auch ein Grund dessen ist. Ich meine, mein finanzieller Grund ist es immer, ne? Ja. Wenn wir uns mal, ne? Kollege hat auch letztes Jahr meint zu mir, du musst dir so vorstellen, du ziehst nach der Schweiz, hier kannst du 50 Euro zurücklegen und da kannst du 200 Euro zurücklegen. Was hast du, was ist mehr, wenn du 200 Euro zurücklegst, ganz klar. Das klingt jetzt wenig, ist irgendwann total viel. Ist so eine Sache, wa? Das ist richtig. So, wo bist du denn hin, Jan? Ich da unten. War gerade bei mir. Mit meinem letzten Atemzug. Was soll man da sagen? Schwer konzentriert. Ach so, letztens musste ich lachen. Hat doch ernsthaft zu mir jemand gesagt, von wegen. Ich meinte so von wegen. Er sagt so von wegen so, ja, Hardy, du bist ja am Stream, ne, das ist ja alles nur ein Hobby. Ja, er hat es so rübergebracht, als wäre das eine Leichtigkeit. Ja. Ah, Stream ist jetzt keine Leichtigkeit. Gottes Willen ist er das nicht. Ich sag auch, aufnehmen ist nicht die Leichtigkeit. Du musst halt dabei sein, am Ball sein, du musst halt quatschen können. Dann nicht nur noch quatschen, sondern du musst ja dann noch. Das genügt völlig. Musst du ja auch noch alles laufen, weißt du? Das heißt also, dann musst du noch einen qualitativen Content bieten. Ich sag, Digga, tu dir selber mal den Gefallen, hab ich zu mir gesagt. Nimm dir ein Buch, pack das nebenbei. Nehm dir, probier das Buch zu lesen. Und in der Zeit, wo du das Buch liest, nimmst du spielst du ein Spiel, willst auf dieses Buch, was du gelesen hast, antworten, also das, was du gelesen hast, einfach mal verarbeiten, sozusagen, und dann probierst du noch nebenbei auch mit irgendjemandem im Teamspeak oder Discord noch dich qualitativ zu unterhalten. Ja, dann kommst du in etwa ansatzweise auf das Gefühl, was ich tagtäglich theoretisch habe, wenn ich am Stream bin. Er überlegt so, das ist doch aber nicht dasselbe. Ich sage, ob das dasselbe ist. Komm zu mir und ich erzähl dir, wie wir Killerwolfs Stecker ziehen. Dann haut er so raus von wegen, ah. Dann meint er so wie, aber du verdienst doch damit kein Geld. Ich sage, aber könnte. Man könnte, ja. Aber das ist ja nicht Sinn und Zweck unbedingt. Dieser kleine Wettkampf verhöhnt die seit Ewigkeiten angesehene. Mann, diese Türen. Du kannst die Glasscheibe vorne nicht mal kaputt machen. Aber wenn es nach mir ginge, endet er mit der Nase im Sand. Nö, die kann man nicht kaputt machen. Und jetzt muss ich nur danach. Das ist nur so eine Tür. Ich habe meinen Teil getan. Nee. Nicht. Da oben.
Ode Chess. Schade, dass Claptrap gerade gedacht. Claptrap würde jetzt immer zwischendurch rummäkeln von wegen, oh, toll. Ich abonniere dich gleich. Da bin ich anfangen zu streamen, sagt er so. Ah, ich komme gleich vorbei und ich abonniere dich. Finde ich geil, Mann. Ich finde das auch geil, dass bei, also man merkt richtig, dass das Borderlands 3 Teil wirklich komplett Community-Streamer-seitig aufgebaut wurde. Du hast halt einige Charaktere, die rumstehen so von wegen, boah, ich brauche unbedingt mehr Followers. Ja, das Spiel ist halt drauf aufgebaut, ne, mit den Calypso-Zwillingen schon allein. Also, ich muss ehrlich sagen, das ist schon echt cool gemacht. Man hätte es nicht besser machen können. Das ist ja auch immer das Schöne. Ist ein bisschen gesellschaftskritisch, aber witzig aufgebaut. Ja, das können nicht viele Spiele. Die sind dann, Borderlands ist ja da so, man probiert sich auch selber zu verarschen. Das ist richtig. Weg da, Zuschauer! Hier, Granate! Oh, dass es dafür nichts gibt. Sagen, Alter. Wenn es da jetzt noch was für ihn würde, na, dann GG. Ja, das wäre schon witzig. So ein In-Game-Achievement. Aber mal jetzt, ich meine mal, Dirk hat jetzt noch nicht so lange gespielt, aber kann auch schon ein bisschen was dazu sagen. Wie findet ihr jetzt diesen Teil im Gegenzug zu den anderen Teilen? Teil 2 war besser. Keine Ahnung, ich fand Teil 2 besser. Hier sind die Level so wie Schläuche, dass du einfach durchgeführt wirst. Und in Teil 2 hast du halt eine Welt, in der du rumfahren kannst, wie du willst. Hast dadurch natürlich längere Wege, aber ja, fand ich schöner. Ich fand diese Form von großen Welten auch geiler. Also ich finde es aber auch schön, dass es hier mehrere Welten gibt, sozusagen, mehrere Planeten. Das muss ich auch sagen. Ja, das finde ich auch gut und die gibt halt die Optionen auf wesentlich mehr noch. Ja. Weil sie lassen sich damit echt die Option offen, noch wesentlich weiter zu spielen. Ja. Ach, jetzt bin ich endlich um. Ich hab viel Zeit mit Banditen verbracht und glaub mir, die Scheiße, die sie verzapft, willst du nicht hören? Letztens hat man mich noch gefragt, wie man da überhaupt hochkommt. Da meine ich von wegen, da, warte, ich zeig's dir. Ich steh dann hier so. Bin dann hier so direkt so, zack. Und er sagt, Ronan so, jetzt, Mike, ernsthaft? So einfach? Na ja. Klar, hier ist noch ein Tape. Ja, das ist total offensichtlich, dass gestern man da gestern habe ich ein paar Maliwong-Pyros und ein Bäckerdutzend Banditen gekillt. Kämpfen, als wir das erste Mal hier waren, bin ich da direkt aber hin. Aber ich habe keine Wahl. Wir waren mit Lorelei auf Versorgungsbeute. Kein Witz, bin da wirklich Banditen so. Haben uns aufgelauert, also sind wir in einen leeren Lebensmittelladen geflüchtet. Ich dachte, wir gehen drauf. Dann hat jemand gesagt, dass ich ja Bäckerin bin. Und Lorelei hat gemeint, willst du es mal mit Sprengstoff versuchen? Also habe ich ein paar Bomben gemacht. Warte mal. Ist ähnlich wie Backen, nur mit mehr Sauerei. Und jetzt? Iridianisches Zeug zu jagen war gefährlich, also habe ich mich mit Aslan und Vega zusammengetan und wir wollten die Beute 50-50 teilen. Ich hatte ein Näschen dafür, diesen Alien-Scheiß zu finden und Aslan schwatzte den Leuten alle mögliche Gratis-Ausrüstung ab. Oder er klaute sie einfach. Und jetzt, bevor wir die Folge beenden... Aslan eine wertvolle Lektion. Die Person, die dir den Rücken frei hält, ja. Ist auch die, die eine Sache angucken, eigentlich müsste ich danach aufstellen gehen, Alter. Das musst du entscheiden, ja. Theoretisch besser wäre. Prometea hat sich seit treffende Lebenszeit dort verändert. Auch wenn sich die Geschichte nicht gerade durch eine höfliche Entwicklung auszeichnet. Ach, naja, wen interessiert schon die Geschichte? Hier ist ein neues Waffendepot. Jetzt Intention, auf irgendwas müssen wir uns mal angucken. Yo! So, und zwei hier hinten. Hält sich mal jemand da vorne hin, bitte? Anime! Nee, danke. Da ganz vorne?
Nö, kannst du ja mal machen. Wir müssen nur gucken, dass alle Bildschirme angehen. Echt? Nur alle Bildschirme? Ja, es müssen alle Bildschirme angehen, dann ist die richtige Kombination. Ach so? Lol. Ich schwöre dir. Das habe ich dann letztens automatisch irgendwann gehabt. Dann war das zufällig. Warte, theoretisch der Schalter, oder? Nee. Jetzt. One Punch Man! Der One Punch Man, richtig krass. Oh, ich bin weg. Und der Ciao. One Punch auch. Ja, genau das ist das nämlich. Ich war hier mit Level 50, wo er Level 14 war und hat mich trotzdem gewonnen, Punch. Ja, ja, er gewonnen, Punch. Stein. Ah! Geh weg. Hilfe! Hallo. Hallo, One Punch Man. Das ist halt richtig krass. Ich weiß aber nicht, ob der, was der, die Intention ist, dieser One Punch. Ist das ein Meme? Das ist ein Anime. Sehr bekannt. Nein, ich hab einen Schlag von ihm überlebt. Sehr bekannter Anime ist das. Ich hab den selber persönlich gesehen. Oh. Von einem Helden mit einer Glatze. Vom glatzköpfigen Helden. Ein glatzköpfiger Held, der alle Gegner mit einem Schlag tötet. Krass, Alter. Ja, dann haben wir das jetzt auch schon gesehen, den One Punch. So sieht's aus. Ich sag an der Stelle schönen Abend, die ganze Augen läuft euch. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Haut rein. Tschüss.